Stiftung Warentest, Omega-3 brauchst du nicht nehmen. Diese Aussage hat Stiftung Warentest vor einiger Zeit rausgehauen und die sagen, Omega-3-Fettsäuren zu substituieren, macht keinen Sinn, hat keinen Vorteil fürs Herz und auch keinen Vorteil für andere Dinge. So, und was solltest du darüber wissen? Warum macht es trotzdem Sinn, genau zu gucken, wie deine Omega-3-Werte sind? Es gibt einen Test, den du machen musst. Das ist ein Omega-3-Verhältnistest. Der sollte zwischen 8 und 12% sein. Und wenn das so ist, dass der da drin ist, dann ist es ideal. Dann hat Stiftung Warentest absolut recht. Nur wenn das nicht so ist, hast du ein Riesenproblem. Weil wir haben bei Omega-3-Fettsäuren für dein Gehirn, für dein Herz, für Entzündungsprozesse im Körper einfach so wichtige Funktionen, die da dabei sind. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 250 Milligramm ist genau die richtige Dosierung am Tag. Meine Empfehlung dazu ist, nimm 2000 bis 3000 Milligramm. Weil wenn du dein Gehirn auf Maximalleistung bringen willst, weil unser Gehirn besteht aus Fett, dann kannst du nur damit punkten. Und in der Ernährung, gesunde Ernährung ist nicht zu toppen, das würde ich unterschreiben. Nur das große Problem ist, wenn du zum Beispiel Fisch isst, hast du eine hohe Schwermetallbelastung bei sehr, sehr vielen Sorten. Und das ist nicht gesund. Und wenn du dann Omega-3 substituierst, und meine Empfehlung, das ist das, was ich mache, nimm ein Arzneimittel, weil es gibt ungefähr, glaube ich, 3 Arzneimittel, die Omega-3-Fettsäuren enthalten, da ist die Reinheit, aber auch die Qualität ganz anders als beim Nahrungsergänzungsmittel. Weil ein Arzneimittel muss ganz anders geprüft werden, muss ganz anders Nebenwirkungen kontrolliert werden. Das heißt, Omega-3-Fettsäuren als Arzneimittel sind die Champions League und die Nahrungsergänzungsmittel, die sind weit drunter. Das heißt, wenn du sagst, Omega-3 für dein Gehirn, aber auch fürs Herz, das ist dir wichtig, dann nehme es auf jeden Fall als Arzneimittel. Und meine Empfehlung, nehme auf jeden Fall mindestens 2000 Milligramm bis 3000 Milligramm. Es ist viel, viel zu wenig, dass du einen Effekt hast. Und die Studien sind auf der einen Seite pro und auf der anderen Seite contra. Aber ich habe schon so viele Patienten gesehen, die durch zusätzliche Einnahme von Omega-3 die Entzündungsprozesse und die Entzündungsmarker im Körper senken konnten. Und wenn du da ein Thema hast, dann nehmen das auf jeden Fall. Und Omega-3 funktioniert sehr, sehr gut in Kombination mit Vitamin D. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das heißt, schau dir auf jeden Fall noch das Vitamin D-Video an.